Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Legend of Zelda auf der Nintendo Switch Breath of the Wild. Komische Reihenfolge. Ich bin von der Game Pass als Hobby und ja. Wir suchen einen Schrein. Der hier irgendwo sein soll. Ah, guck mal, da geht's da nicht im Wasser auch lang. Oh, ein Schwertkarfen, wieder was Neues. Nee, das ist ein Ausdauerschwert, Fisch. Ein Ausdauerbarsch. Komisch. Okay, den hatte ich auch noch nicht. Guck mal, Miesmuscheln. Schleichschnecke. Habe ich diese Dinge eigentlich auch schon? Schleim. Toller Blick. Das sieht danach aus, dass es da reingeht. Ach komm. Wo sind die Ruhle-Barschs? Wo sind die anderen? Ein Rüstungskarfen, den hatten wir auch noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass man die Fische auch so kriegen kann. So. Tatsächlich, hier ist der Schrein. Sehr schön. Toto-Isa-Schrein. Schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Einen Kampf gibt es ja eigentlich nur bei diesem einen Schrein, den wir im letzten Teil nicht mehr gemacht haben. Weil es gibt ja nur einmal leicht, mittel und schwer. Leicht und mittel haben wir schon geschafft, wobei mittel haben wir alle Waffen verbraucht, die wir besessen hatten. Und das ist echt Wahnsinn. Okay, wieder Bewegungssteuerung. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Schauen wir mal. Fingerspitzengefühl, ich. Ach so. Da haben wir sogar die Truhe. Ein Goshin-Schild. Gar nicht mal verkehrt. Die Dinger sind nicht gerade schwach. Auf der Rückseite ist nichts. Na, komm schon. Das dürfte ja so schon reichen, oder? Hat gereicht. So, dann noch hier hoch. Eine Truhe könnte man ja eventuell sogar noch finden. Ja, die Truhe ist da auf der Seite.
Muss ich den richtigen Knopf noch finden? Ich habe gerade meinen Joy-Con total schepp in der Hand. So. Die Truhe wollen wir natürlich mitgehen lassen. Ein kleiner Schlüssel. Öffnet verschlossene Türen. Von antiken Schrein. Oh, ich habe gedacht, hier wäre jetzt nochmal irgendwie schöne Waffe oder sowas drin. Schade. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Schlüssel hier brauche. Das legen wir mal zur Seite. So ist nämlich alles richtig. Gut, dann warst du es halt eben. Gibt es halt eben doch keine weitere Truhe mehr. Schade. Denke ich jedenfalls. Okay, die Truhe kriege ich bestimmt hier mit den Schlüsseln. Nee. Oder ist die Truhe hier oben? Nö, auch nicht. Gibt's hier drin auch eine Truhe? Wie, keine Rätselslösung, Melodie? Unfassbar. Da fühle ich mich ja schon leicht verarscht, aber gut, okay. Wieder ein Zeichen der Bewährung. Jetzt kann man wieder beten, ne? Ja, tatsächlich. Jetzt kann man wieder ein Herz in uns holen. Dann haben wir 7. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich 8 Herzen, um das Masterschwert ziehen zu können. Das heißt, wir bräuchten nochmal 4 Schreine. Ja, gut, das dauert noch ein bisschen. 2 Stück, da will ich ja gerade noch hin. Die sind ja auf diesen Zwillingsbergen. So, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir erstmal da hin. Komm, wir teleportieren uns mal da oben drauf. Schmasterschmodus! Vielleicht kommen wir von hier aus nämlich schneller auf den Berg. Oh Junge, hier muss man viel hochklettern. Da geht's einmal hoch und da auf der Seite vielleicht, ne? Mal gucken, ob wir das schaffen. So natürlich nicht, wenn man das ohne Springen macht. Mann, Schling. Aber doch, könnte was werden. Scheiße. Bevor wir da unten aufkommen. Nein, wir holen uns keinen Schaden beim Aufkommen. Das Laden dürfte jetzt schneller gehen, da es ja eben gerade schon geladen war, die Umgebung. Genau. Eben gerade hat es ja etwas länger gedauert. Okay, also wir dürfen nicht so viel hüpfen. Weil dann hätte es nämlich gereicht. Vielleicht schaffen wir es ja auch jetzt hier nochmal zu hüpfen, genau. Jetzt dürften wir aber auch hüpfen können. Genau. So, wir müssen da irgendwie enough. Wir ziehen uns mal das Kopftuch an. Ich weiß, es hilft uns sehr wahrscheinlich nicht viel, aber immerhin vielleicht etwas. Ein klein wenig könnte es eventuell ja helfen.
So, hier oben wird's kalt. Stimmt. Jetzt haben wir nichts, um uns warm zu halten. Doch, da natürlich haben wir den Schwind der Schwamms. Es darf nur nicht sowas anfangen wie Regen oder sowas. Dann dürften wir es auf jeden Fall schaffen. Echt jetzt? Link, ehrlich. Oh. Also dieser Link, ne? Also der macht hier Sachen, das ist nicht mehr normal. Das hätte der voll locker packen können. Wäre der da oben einfach stehen geblieben. Hier oben kann er nämlich eigentlich stehen, soweit ich weiß. Also hier, genau. Oh. Dann hüpfen wir halt eben gar nicht mehr. Mann! Da langwärmen wir uns halt eben mit der Kletterszene. Und ich guck mal ein bisschen aus dem Fenster. Schön. Alles blauer Himmel. Guck mal, wie viel Ausdauer wir jetzt noch haben. Aber wegen ein bisschen Hüpfen kommen wir nicht da hoch. Dem ein bisschen noch mal klettern, also wirklich. So, was haben wir denn hier drin? Also Waffen können wir auf jeden Fall gebrauchen. Aber Rubine an sich eigentlich auch. So. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Mal schauen, ob das ausreicht, ob ich hier stehen kann. Ich weiß es nicht. Nein, das wird nichts. Ah, shit, da hätte man stehen können. Dann würde es nämlich funktionieren, eventuell. Oder nicht? Na gut, Link, lass los. Meine Güte. Oh, haben wir da so einen Hasen? Leuchtet da so blau? Ja, da. Was ist das? Ach so. Hä? Auch noch so ein großer. Ivarok, der ältere. So, jetzt kommen wir her. So, wir wollen hier hoch. Das geht ganz schön weit hoch. Aber wie es aussieht, schaffen wir es. So, mir schreibt jemand im WhatsApp.
Aber da oben haben wir auch wieder Vögel im Kreis fliegen. Blöd, dass man die Kamera nicht ein Stückchen weiter weg machen kann. So, da ist der eine Schrein, der ist aber auf der anderen Seite. So, meine Güte, sind jetzt schon weit oben. Jetzt sehe ich aber den anderen Schrein noch gar nicht. Ja, der andere Schrein ist ein bisschen tiefer, soweit ich weiß. Der ist gar nicht hier ganz oben. Ich habe hier mal einen Krog. Jetzt muss ich erstmal wissen, wo ist der Schrein? Ist er da unten drauf? Blutmond. Wo ist denn jetzt der Schrein? Ah, da. Okay. Ey, wehe, ich bin jetzt nicht mehr hier oben. Naja, Blutmond, schön. So, da unten ist er, ja. So, dann hoffe ich, kommen wir dahin. Jo, tun wir. Sehr schön. Schiebe Naisu-Schrein. Nice. Der Naisu-Schrein. So, was haben wir hier? Doppelte Erinnerung. Schiebe Naisu-Schrein. Zwei Schreine sind aneinander verbunden. Ist eine Lösung, Wart im anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt ihr alles gut ein, sonst verlässt ratlos du den Schrein. Ach ja, stimmt. Gut, dann gehen wir mal hier oben hin. Und schauen es uns mal an. So, sonst ist hier oben nichts, ne? Nö. So. Machen wir uns davon doch direkt mal eine Aufnahme. Und da müssen wir erstmal leider wieder raus. Wir müssen erst in den anderen Schrein, um die Lösung hier zu kriegen, wie wir die Kugeln anordnen sollen, anordnen müssen. Das haben die natürlich auch schlau gemacht in der Hinsicht. So, jetzt muss ich da hoch. Wie komme ich da hoch, ohne abzustürzen? Guck mal, da kann ich doch bestimmt hin. Ja, Mann, das sieht doch cool aus. Ui, da ist sogar so ein goldenes. Seltener Erzbrocken.
Hau mal den platt. Komm, den hau mal platt. Ein Saphir. Alter, ist es hoch. Kommen wir da hoch? Ich hoffe es doch. Aber gut, das sehen wir natürlich erst wieder im nächsten Teil, aber ich glaube, ich werde erstmal versuchen, da hochzukommen. Boah, von hier aus auf jeden Fall nicht. Ich denke, wir kommen hier hoch. Doch, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, der Weg. Ich glaube, den Schrein holen wir uns noch, sodass wir uns zumindest da schon mal hin teleportieren können und dann sage ich tschö mit Ö. Da ist er. Wow. Wundervolles Bild. Wundervolles, auf jeden Fall. Sehr schön. Sonnenaufgang. Yeah. Sehr schön. So, holen wir uns natürlich auch da hier oben noch den Grog. Das klingt immer nach Alkohol, irgendwie. Brauchen wir einen Apfel. Einmal in die Hand. Hui, du hast mich entdeckt, sehr schön. Danke für den Apfel wieder, tschüss. So, Shibuniru-Schrein. So, hier haben wir den anderen. Einmal schnaktivieren. Einmal in Nunna und damit gespeichert. Das war's. Den Rest seht ihr dann im nächsten Teil. Yay! Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann hoffentlich, wie gesagt, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen, hoffentlich fürs komplette Durchschauen. Das ist mir wichtiger als ein Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Das war The Legend of Zelda Breath of the Wild auf Nintendo Switch. Doppelte Erinnerung, da sind wir gerade. Mit mir von Nerdgamblers als Hobby und auf Wiedersehen. Tschüss.